Hallo zusammen, da sind wir mal wieder zu einer neuen Runde LOL. Grüß Gott. Dabei ist natürlich der Kapuzenwurm auch. Hallo. Und auf unserer Seite auch wieder drei Abonnenten: der Dretzte, der KevinMaster99 und der Joker99BD. Was auch immer genau. Das heißt. Bad Dragon. LOL. Keine Ahnung. Aber der hat 99 Breaking Birthday. Bad. 99 Birthday hat der. 99 Birthday, der ist schon ein sehr alter Mann. Nee, der hat. Das ist 1999 bestimmt. Ach so, das meinst du. Okay, ja, das ich dachte, sie sind 99 Jahre geboren. Aber ja. Gerade haben die Deutschen mir eine Chance vergeben, weil es läuft gerade nebenbei Deutschland, ja, genau, Österreich. Ja, in Deutschland. Das ja. Ist ja eigentlich, ja, bin in der Minderheit, habe ich so das Gefühl. Auf ja, den klar. Aber, ihr seid halt scheiße. Ja, in Fußball. 2-0, 2-0 schon, habe ich gar nicht gesehen, der Tor. Ja, weil wir hier am Quatschen sind die ganze Zeit. Das geht schnell. Ne, ja, Fußball ist, also Fußball da ganz früher waren wir, glaube ich, ganz gut und dann waren wir scheiße und diese scheiße Phase ist schon viel zu lange und dafür geht Skifahren und Schwimmen ist ganz okay bei uns. Ah, okay. Ja, ich sag mal, da ist auch kein Land in Sicht, ne, beim Fußball so. Was meinst du? Ja, für euch so. Also, dass ihr auf einmal überraschend Weltmeister werdet, ist jetzt extrem unrealistisch, glaube ich. Ja, und da sind lauter Sechser wahrscheinlich, ja. Das schon. Ja. Aber wenn ich die Elfenbeinküste, ist die gut? Geht so, glaube ich. Glaube nicht so. Okay. Meinem Vater nach sind mittlerweile eigentlich die Mannschaften alle gar nicht mehr so schlecht. Okay. Also, wo es auch öfter mal passieren kann, dass dann doch auf einmal, 1-0 gegen die, hä? Ja, klar. Komisch. Was hat sich geändert? Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich ist einfach der Sport an sich ist wahrscheinlich professioneller geworden einfach. Okay. Auch in anderen Ländern, nehme ich mal an. Okay. Irgendwo habe ich mal gehört, dass in Brasilien die meisten Fußballvereine gar keine Trainer haben und die trotzdem besser spielen. Eben. Weil, irgendwo habe ich mal gelesen in dem Bericht, dass der Trainer eigentlich nur die Moral stört ein bisschen so. Ja, ich meine, das ist ja auch, hier bei uns ist das ja viel Druck auch im Verein, weißt du, wenn du wirklich was werden willst, dann musst du schon, du musst zwar ein bisschen Teamplayer sein, aber im Prinzip musst du dich selber vermarkten, so, weißt du? Und vielleicht, ja, wenn die noch nicht mal einen Trainer haben, dann haben die mehr so dieses Mannschaftsgefühl, weißt du? Die kommen dann ja auch aus anderen Verhältnissen, wo deine Mannschaft wahrscheinlich eher aus deinen Kollegen besteht. Richtig, genau. Das ja, ist klar, das ist das. Und dann denkst du nicht, boah, den baller ich jetzt rein. Nee, da gibst du den lieber ab, damit der Tor sicher reingeht und ihr gewinnt. Ja, richtig. Ja, und genau die Taktik müssen wir hier auch fahren, ne? Bei LOL. Die müssen wir auch fahren. Siehste, Safety ist first. Interjektionell einsetzbar, diese Taktik, ja? Also Teamplay für den Sieg ist immer besser. Spucken? Den Gegner. Nee, das ist unfair. Vielleicht rutscht er dann raus? Da muss ich ja meinen Monitor anrotzen. Ah, stimmt. Genau, ich rotze gleich immer auf die Figuren von den anderen, so auf meinen Pisser. Monitor. Du Affe, App! Boah, guck mal, ich leck dein Char ab, ey, so. Schau ich scheiß ihn an. Ich piss die Sau nieder. Nee. Aber was mir am Fußball im Fernsehen und am Skifahren im Fernsehen eigentlich am meisten am Arsch geht, sind diese ständigen Werbungen. Tja, so ist das, ne? Überall Werbeplakate und Lichtbildreklame und dann wird das. Ja, ich bin hier schon da. Das wird ständig unterbrochen von Werbung. Ich meine, mir geht's hier auf YouTube ja eigentlich schon am Sack. Obwohl es ja auch eine meiner Einnahmequellen ist. Aber, eine? Aha. Ach ja, stimmt, du hattest dieses Bordell noch, ne, hattest du gesagt. Ne? Genau, das bin ich. Pascha, wenn du, kennst du das, sagt dir das was? Ja, klar. Riech von hier. Ah, okay. Ja, das rennt ganz gut. Wenn du halt der Rabatte brauchst, ich bin für dich da. Also, das muss ich erstmal klarkommen, auf die Skills, Ey, Nami gar nicht. Die noch nie gespielt, ich weiß auch gar nicht, was die kann. Was macht denn meine Kuh, weißt du das? Weil ja, kriegst du einen genau. Dann spannst du deinen Bogen und der lädt sich auf. Und je länger du den auflädst, desto weiter geht er und desto mehr Schaden macht er. Aber du musst ihn auch irgendwann wieder, du musst ihn wegfetzen. Du musst schießen. Achso, sonst kriege ich Schaden, was? Nee, sonst reißt die Seele und es passiert gar nichts und du hast Mana verschwendet. Ah, okay. Sonst reißt die Seele, macht er immer eben eine neue drauf oder was? Hat immer ein paar dabei, ne? So sieht's aus. Oh, ich kriege viel Damage. Ah, ich habe auch gerade voll eine in die Fresse bekommen. Ja, und ich muss auf jeden Fall irgendwas mit Cooldown Reduction haben, ey. Ich versuche die Kacke aus euch raus zu healen. Was geht? Oh, okay. Ja, genau. Heal die Scheiße aus mir raus. Heal die Scheiße aus dir raus. So, Healos.
Ah, oh, scheiße, ist er weggegangen, der Mundo, ey. Los, der muss jetzt sterben da. Yes! Jawoll! Awesome. Cool, ich habe auch noch First Blood gemacht. Raus, mit Scheiße raus hin, läuft doch. Ich bin mal gespannt, wie der so ist, also. Aber mittlerweile bin ich ja ein bisschen, bisschen aufgeschlossener. Nicht auf Mana, gell? Just saying. Nicht auf Mana? Du spielst in der AD. Ja, ja, ich weiß. So, nicht, dass du die ganze Zeit rausfetzt. Die E-Attacke beispielsweise, die slowt die Gegner, wenn sie reinlaufen dann. Also dann schießt du so einen... Das ist ganz gut, wenn die Gegner weglaufen wollen, dann machst du die E-Attacke, okay? Ja. Ah, oh, schade, ich hab gedacht, das wird beim Mundo noch genug ordentlich Schaden machen, ey. Bitte? Ich geh ordentlich aufs Maul. Aua, 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 aua. Ach, scheiße, Leute, hab ich meinen Flash aus Versehen benutzt. Ja, da hab ich ihn noch geslowt, schön. Awesome! Es läuft wirklich nice! Boah, jetzt hab ich gedacht, jetzt sterbe ich. Jetzt will der Garen mich. Aber ich kann nicht. Ach, scheiß auf deine Mutter. Ist doch nur deine Mutter. Was will die denn machen, ey? Boah. Irgendwann mal raushauen. Ja, irgendwann mal, aber doch nicht heute. Ja, morgen. So voll assi, so. A little bit. Oh, der Mundo hat nichts mehr, ey. Ja, er ist tot. Awesome. Boah, die platzen noch ganz schön weg gerade, ne? Voll, voll. Die werden weggeratzt bis zum Geldnimmer. Looking good. Warst du immer schon Fußballfan? Nee, ich bin gar kein Fußballfan eigentlich. Bist du gar nicht, okay. Nee, ich guck nur so nebenbei, so, weißt du? Okay. Weil ich fand, das passt ganz gut mit uns beiden, so Deutschland, Österreich. Ja, stimmt, noch. Das trifft sich eigentlich sehr gut. Ich musste auch drüber lachen, weil ich kenne durch YouTube und generell durch das Internet, ne, kennt man schon viel mehr Deutsche als davor, wo ich noch keins hatte. Ja, ja, gut. Ja, die wollen mich unbedingt, ne? Merkst du das? Die wollen mich gerne töten. Ja, ja, die lieben dich, die wissen, wer du bist. Und alle Autogramm. Oh, 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 ich muss hier weg. Da, der Mundo, der muss jetzt sterben. Yes. Ja. Ich kann mein Ulti, ich würde gerne mein Ulti reinhauen. Was hast du denn? Jetzt Ulti Time! Was macht meine Ulti? Deine Ulti ist gut, die stunt alle Gegner. Ah, okay. Du ziehst wie so eine Art Schlange auf den Gegner und diese Schlange springt zum anderen Gegner über. Ah, okay. Und alle, die was diese Schlange berührt, die werden dann geslowt. Das ist ziemlich geil. Schöne Reichweite hat der Varus, schon richtig schön ätzend für die. Die ist wirklich gut. Also er spielt sich halt so ein bisschen wie Caitlyn. Ja. Er hat Skills, aber vom Spieldings ist er ziemlich similar. Aua, 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 aua. Boah, wir spielen gerade ganz konzentriert, ne? Merkst du wieder? Voll, voll, wir sind voll konzentriert. Aber es läuft doch. Also, so läuft es. Da, der Mundo. Der Mundo ist aber auch ein bisschen sehr offensiv, ne? Um es diplomatisch auszudrücken, ja. Muss er ja. Er ist ja der Tank. Der gegnerische, wir haben doch gar keinen Mundo. Ich habe gegnerische. Ja. Ja, schon. Aber muss er ja. Weil er ist ja der Tank. Oh, 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 oh. Oh, scheiße. Oh, da hat uns weggekratzt. Da bin ich gestorben. Ah, gut, aber dadurch kriege ich jetzt direkt... No, 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 no. Oh, jetzt hat er mich auch bekommen. Oh, oh, ja, jetzt rushen die durch. Pass auf, ey. Nein. Nee, da bin ich wieder. Nee, noch nicht. Ja, die haben aber alle zum Glück wenig noch, ne? So, komm, lauf ein bisschen schneller, Kollege. Lauf doch! Ah, schade. What should I buy in? Damn it. What should I buy in? Das war jetzt aber auch richtig gutes Englisch, ne? Das sagt doch der Typ von Resident Evil 4. What are you buying? A boy, stimmt, boy. Ja, der sagt, der sagt, what are you buying und what are you selling? Richtig. What are you selling? Warum mag den voll den Typen?
Der ist ein bisschen creepy, aber ist gut. Der ist ein bisschen creepy. Also in echt würde ich jetzt nicht so gerne Geschäfte mit dem machen für so ein Spiel. Aber ab einem bestimmten Punkt im Spiel bekommt er rote Augen. Ist dir das aufgefallen? Ja, dann wird das so? Dann wird er nämlich selbst infiziert mit den Plagers, heißen die ja. Das siehst du nur, wenn du mit dem Scharfschützengewehr genau in sein Gesicht zoomst. Lol. Ja. Wolltest du ihn einfach töten, oder was? Ja, ich hab ihn schon oft... Du kannst ihn ja töten. Ja, du kannst ihn töten? Ja. Habe ich irgendwie nie gemacht? Ich weiß gar nicht, sonst habe ich sowas immer ausprobiert. Hol ihn! Ah, schade. Boah. Wir müssen die vernichten. Aber eigentlich sieht es ja ganz gut aus bisher, ne? Das läuft. Ah. Sorgen. So. Oh, hui. Yes, komm. Gibt's doch nicht. Oh, scheiße, jetzt sterbe ich. Oh, oder doch nicht. Boah, kann ich mich nochmal rausflashen, ey. Genau, die Ulti ist super. Ah, okay, ich muss jetzt erstmal klarkommen nur. Ja, gut. Aber ist gut. Dadurch haben wir die zwei noch gekillt, ne? Da, der Garen, ey, der muss doch sterben. Oh mein Gott, das ist awesome. Das ist wirklich gut. Nami macht Spaß. Mag Nami. So, erstmal das. Muss nur so ein bisschen auf die Tür hören, weil gleich noch der Mighty Truck kommt. Mit dem wir auch schon mal aufgenommen haben übrigens. Mighty Truck? Ja. Mit Mighty Truck und Mighty Mercer, weißt du nicht? Ich kann mich erinnern. Oh Mann, ich brauch Leben! Tot ist er. Awesome. 26. Looking good. Wow. Ja, 26 sieht wirklich ganz gut aus, würde ich sagen. Sehr gut. Und den da hinten auch noch schön getroffen. Ja, zweimal schon. Ja, aber so kann man noch ganz okay zocken. Ja, du wolltest ihn schon tauschen, aber er ist wirklich gut. Ja, mit der Ulti war gerade ein bisschen unglücklich, weil ich wusste nicht, ich habe gedacht, ich löse sie nur aus und das ist dann um mich rum, weißt du, aber... So, nein, du schießt es auf einen Gegner und auf den überträgt sich dann auf die anderen.